Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Fishing. Immer noch hier auf dem ersten Tümpel, ja, ein bisschen jemand fangen. Ich hatte das Spiel jetzt auf Deutsch gestellt, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das was bringt. Was ist das denn hier? Sun Mission. Okay, wir müssen hier zwei Seesterne fangen. Aber das mit dem Deutsch hat, glaube ich, nicht geklappt. Keine Ahnung. Ist mir egal. Wir fangen jetzt hier ein paar Fische. Nee. Das ist echt kein Deutsch. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Aber was soll's. Ja, wir werden uns hier weiter mal mit den Fischen beschäftigen. Einen haben wir ja schon gefangen in dem Bereich. Das heißt, zwei fehlen uns hier noch. Mal gucken, ob wir die auch noch einen haben. Vielleicht muss ich mal den Köder wechseln. Oder hab ich den Köder gar nicht mit, wa? Ich sehe gerade da unten. Ich habe nur die Shrimps dabei. Muss ich die noch im Inventar packen wahrscheinlich. Habe ich natürlich nicht gemacht. So, kommt hier noch irgendwas? Oh, da nähert sich einer. Oh, guck mal, den haben wir auch noch nicht. Und der beißt, Freunde. So, oder war nur Raid? War nicht so gut, aber wir swingen ihn einfach mal hier. Oder ist er schon tot? Level up! Guck, boah, ich möchte hier so einen Marlin fangen. Und nicht so eine Japanese Jack Mackerel hier. Aber schöner so eine Fortune Card. Wir kriegen jetzt mal so eine Fortune Card. Und der ist 131 Gramm. Bisschen schade, dass man hier so ein... Das Ding dahinter nicht sieht. Ja, man sieht halt das Bild hier. Aber ich möchte gerne eigentlich das da sehen. Wie der den schön hochhält. Aber das sieht man leider nicht. So, kann ich jetzt den Köder switchen? Aber ne, kann ich nicht. Hab ich mir nicht bei, ne? Ja, da hab ich mir nicht gedacht. Pacebait. Ich muss mich für einen Köder entscheiden, oder was? Als ob. Guck mal, ich habe nur so Slots für... Achso, da. Da, Freunde. Boah, 3 Stunden später. Juhu! Ich habe einen Wurm am Haken. Am Köder vor allen Dingen. So. Jetzt fange ich hier mal mit einem Wurmfisch. Da haben wir gelacht. Kann ich diese Fische direkt spawnen. Ah, hier, den Schwatten, den brauche ich noch. Den brauche ich noch, Freunde. Komm her. Alter, der Wurm sieht aber geil aus, wie sich das so bewegt. Was kommt denn jetzt hier für einen Fisch? Hier sind voll viele von den Schwarzen. Aber ich weiß nicht, auf was die gehen. Was ist das denn für einer? Der fehlt mir noch. Das ist gar nicht der Schwarze, der mir fehlt. Der hier fehlt mir. Oh, Freunde, wir haben ihn. Bam, perfekt. Guck mal, die sind doch direkt alle rot hier, die ganzen Fisch-Energy. Ich krieg den nicht mal gedrillt, weil er hier... Man muss ja näher oder muss ich dann weiter weg? Ich weiß es doch gar nicht, ey. Ich hab die Tension zu dem ich aufgebaut. Ah, jetzt. Dann können wir den ein bisschen swingen hier. Ich bin gut. Ah, ich habe keine Stamina mehr, alles klar. Dann müssen wir halt immer die Tension so aufbauen und ein bisschen abbauen. Dann... Ich glaube, wenn wir zwischen den beiden Dingern sind hier, dann sind wir gut. Achso, ich muss doch kurbeln, ja, sorry. 145 Gramm, 95 XP, boah, der gibt gar nicht mehr so wenig XP. 4-mal kommen habe ich bekommen. Und haben wir so einen Thread Sail Pfeilfisch gefangen. Nice, haben wir hier schon mal alle 3 Fische in dem Bereich hier abgeangelt. Boah, bis das mal hier reagiert alles. Das spielt einfach so langsam. Ich weiß nicht warum. Aber hier haben alle 3 Fische gefangen, das heißt, wir wollen jetzt hier mal woanders hinfahren. Vielleicht woanders, wo es ein paar Fische gibt. Ich weiß nicht, wie ich hier sehe, wo ich woanders hinkomme, aber ich fahre einfach mal ein bisschen, wenn ich gesagt habe, ich woanders bin. Oh, guck mal, hier gibt es. Alter, was gibt es denn hier? Kaffelfisch. Und so ein Seedschaf, gibt es noch mehr? Ah, oh, guck mal hier. Achso, das ist der Kaffelfisch. Alles klar. Na gut, werfen wir nochmal aus. Hauen wir das Ding hier nochmal ins Wasser und gucken mal, was uns diesmal an den Wurm geht. Oh, da gibt es sogar ein Event. Leck mir mal, was ist das denn? Now on GM Events, in 3 mode XP will increase by 40%, the chance of getting a Fortune Card will increase by 20%. Alles klar, deshalb kriegen wir wahrscheinlich so viele Fortune Cards, weil wir hier eine höhere Wahrscheinlichkeit haben wegen irgendwelchen Events. So, mag jetzt alle meinen Wurm auch krass, hat man hier. Achso, da oben ist die Pose, wollte ich schon sagen, aber voll die krasse Strömung hier, ne? Ah, da kommt schon da so einer an. Den haben wir doch schon. So, hier wieder perfekt gesetzt, den Anhieb. Alter, der Balken ist da mega rot. Oh, ich hab ihn gestunt. Geil. So, haben wir gefangen. Easy. Nochmal Level up.
Alter, 260. Warum denn das? Ach so, weil das ein Level 9 Fisch war, oder was? Krass. Krass, Jungs. 260 XP. Und schon mal so eine Fortune-Karte. Die droppen ja echt wie Sand am Meer. Aber das ist nicht das Ziel. Wir wollten ja hier einen anderen Fisch fangen. Achso, ich kann dir noch meine Charakterattribute verteilen, weil ich Level-Ups hatte. So, was machen wir denn hier mal? Endurance. Ist doch hier Endurance, oder? Strength. Zack. Was das auch immer hier ist. Concentration oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was davon gut ist. Achso, oder Swinger Schild, ja. Was wir dazu kriegen. So. Apply. Ich habe Apply gemacht. Geht er dann auch weg oder eher nicht so? Ja, genau. Und dann sind die wieder alle wegverteilt, ne? Warum geht das denn nicht? Hat er jetzt applied oder? Was zur Hölle? Hat er jetzt gespeichert? Ich hoffe. Keine Ahnung, ist mir egal. So, wir wollen Fische fangen. Gibt es eigentlich auch einen Shortkey für den Carsten? Muss ich gleich mal gucken, weiß ich nicht. So, nächster Wurm im Wasser. Uns fehlen noch zwei Fische, Freunde. Und ich möchte mal gerne wissen, was passiert, wenn hier meine Unterwasserkammer aufgebraucht ist. Ah, da kommt schon so einer, den haben wir doch schon. Ah, komm, tauch unter, du Pose. Zack. Perfekt. Etwa 20% gespart und gestunt, weil wir in dem Dingens da geswingt haben, glaube ich. So, easy. Ja, das ist schon, ja, die Drills, also kein Vergleich mit Fishing Planet oder sowas. Das ist mehr so ein Arcade-Minispiel. Keine Ahnung, ob die überhaupt abreißen können, ich denke schon, aber... Die Kleinen hier wahrscheinlich nicht. Aber wir fangen halt nicht die, die wir wollen. Ist mein Köder nicht geil genug? Gleich sind wir schon Level 4, Freunde. Das geht hier ratzfatz. Guck mal, ich brauche so... Ist das hier ein Tintenfisch oder was? Der ist ein Tintenfisch, oder? Da, Preferred Bait. Small Shrimp, Tiger Shrimp. Eigentlich alle. Oh, den haben wir auch noch nicht, oder? Oh, der haut immer ab. Was ist das für einer? Aber den haben wir auch noch nicht. Der fehlt uns noch. Und der beißt. Sehr gut. Bam, perfekt. So nicht anders. Hier schön reinswingen. Und gestunt. Und dann haben wir ihn. Einfach. Easy. Ja, 180 Gramm. Richtiger Riese wieder. Aber egal, den haben wir noch nicht gehabt in unserer Sammlung. Wir wollen alle Fische hier fangen. Und jetzt haben wir den Sea Chub schön aus dem Wasser gezogen. Echt blöd, dass das nicht auf Deutsch geht. Weiß ich nicht warum. Was schreiben die eigentlich die ganze Zeit hier? Ohne Witz. Tentacle Loving Nigger. Alles klar, Alter. Und Spaß. Bondage with Fishing Line. Mein Gott. Die sind, glaube ich, im anderen Chatroom. Eigentlich bin ich hier alleine, deshalb keine Ahnung, ob ich den überhaupt sehen kann. Aber egal, wir brauchen jetzt hier noch den Cuttlefish hier. Small Shrimp. Ich packe jetzt mal hier Small Shrimps dran. Vielleicht kriegen wir den damit aus dem Wasser gezogen. Ich glaube, von denen haben wir unendlich. Deshalb steht da kein Zahl dran. Logischerweise, ja. Captain Obvious ist hier wieder am Start. Aber der muss ja irgendwo zu fangen sein. Deshalb werden wir das hier nochmal versuchen. Das sieht echt aus wie so ein Tintenfisch. Aber ich sehe den hier auch nirgendwo. Vielleicht spawnt er einfach gleich. Keine Ahnung. Sind nur diese Krebse und diese schwarzen Fische, die kriege ich auch nie dran. Ah, jetzt kommt er wieder. Ja, komm, tauch runter, zack. Ich glaube, wenn man das einmal raus hat, dann ist das echt nicht mehr so schwer, den perfekten Anschlag zu setzen. Und der nächste Level Up. Zack. Alter, 420 Gramm ist doch schon richtiger Riese. Richtiger Riese. Und trotzdem 31 XP. Na gut. Level 4 haben wir erfolgreich erreicht. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich das Ziel von dem Spiel hier? Okay, man kann natürlich noch das Tournament Fishing machen. Ich schwimme jetzt mal ein bisschen hier weiter. Ich möchte jetzt hier mal den komischen anderen Fisch fangen. Man kann hier natürlich auch diese Competitions machen. Aus dem Hauptmenü raus. Ich muss mir mal angucken, wo das mit den Quests geht, weil irgendwie... Ich bin jetzt hier im Free-Fishing-Modus, aber irgendwo war das hier nur eine Quest.
Können wir gleich mal machen, nachdem ich den Fisch hier gefangen habe. Sonst angeln wir die ganze Zeit hier im Free-Mode, obwohl wir eigentlich eine Quest haben könnten. Ach ja, kann ich wieder meine Dingens verteilen, wissen wir schon. Ja, okay, ich habe jetzt halt diese Quest hier. Da kriege ich halt diese Shells für. Da muss ich aber 2 Seesterne fangen. So, zack. Perfekt, Freunde. Swing. Und gestunt. Boah. Ah, ging aber kurz in der Bremse. Da müssen wir nochmal kurbeln. Haben wir den nächsten 212. Wir haben am Start 108 XP. Der gibt immer mega viel hier, der Thread Sail Filefish. Lass mal reinpacken in den Kescher. Weil da ist mein Kescher voll. Da muss ich bestimmt was freilassen. Mein Gott, das kann doch nicht sein, dass das hier immer eine halbe Stunde dauert, bis ich den Kescher kriege. Was ist das denn für eine Scheiße? Ohne Spaß. Wir können Upgrades zu den Parts. Ja, ich möchte mal nicht upgraden. Ich möchte jetzt hier... wie komme ich hier auch zurück hier? Back to Dock? Quest. Guck mal da, Quest. Aber die haben ja alle nichts für mich. Hab ich doch. Achso, jetzt kann ich auf Justiz klicken, oder was? Nee, Process. Hä, ich hab doch schon den Japanese Jack McRae gefangen. Oder muss ich jetzt erst die Quests annehmen durch Receive oder was? Vermutlich. Open. Alles klar. Alles klar, Freunde. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Wo war das denn? Wo hab ich hier gefangen? Ich glaube, irgendwo ziemlich am Anfang. Gibt es eigentlich einen Turbo-Modus? Nee, natürlich nicht. Muss man wahrscheinlich das Boot für upgraden. Was wird hier? Du bist das, ne? Jawohl. Guck mal, hier gibt es nur 3 Fische zur Auswahl. Small Shrimp. Damit kann man den fangen. Das machen wir jetzt einfach mal. Habe ich an der Angel. Also, Köder passt. Wobei ich den, glaube ich, gerade mit dem Wurm gefangen habe. Oder ich weiß nicht mehr. Aber gucken wir mal, ob wir so eine Japanese Jack Mackerel da dran bekommen. Jetzt kommt natürlich der Krebs wieder. Erstmal der Krebs hier. Ne, der haut ab. Okay, jetzt kommt er dann wieder an. Zack, zack. So, perfekt, Freunde. Achso, ja, ich muss erstmal Spannung aufbauen. So, mal ein bisschen weggefahren hier, damit wir den auch ohne hier mitgeben können. So, und ausgedrillt. Also von XP ist der Fisch ja nicht ganz gut, weil der immer ordentlich was gibt. Aber ich will jetzt natürlich hier diese Jack McRae fangen. Weil wir die Quests erfüllen müssen, Freunde. Also hier, gebt mir jetzt mal einen ordentlichen Fisch. Ohne Witze, die Unterwasserkammer ist eigentlich total nutzlos. Aber man sieht halt schon vor, welcher Fisch da angeschwommen kommt. Okay, man sieht halt dann auch, wenn er den Köder verschmäht, wie er jetzt wieder zum Beispiel. Der wird da wieder nicht anbeißen. Ne? Der kommt nämlich immer angedackelt und haut jedes Mal ab. Und jetzt kommt hier unser anderer Freund, den wir auch nicht fangen wollen, aber gut, können wir uns nicht aussuchen. Setzen wir erstmal hier den perfekten Anhieb wieder. Swingen wir mal voll rein. So, haben wir den nächsten Fisch gefangen, aber noch nicht unsere Questfisch. Wobei, ich habe ja einen... Warum zählt das nicht, welche ich hier schon im Live-Well habe? Das ist ja voll unfair. Okay, jetzt brauche ich schon... Halt. Jetzt brauche ich schon eine halbe Stunde zum Laden, um den... Alter, 540 Gramm. Halbes Kilo. Nice, halbes Kilo hier. Javelin Gobby, aber den brauche ich auch nicht. Boah, wenn das Spiel nicht so langsam wäre, dann würde das vielleicht sogar fast Spaß machen. Jetzt packe doch da rein, du Kackding. So. Kann doch nicht wahr sein. Also wenig optimiert dafür, dass die das jetzt echt bei Steam rausgehauen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, was das ist. Dauert ein bisschen lange. Ah, ich brauche jetzt hier das japanesische Viech. Ja, das kann jetzt hier mal ruhig an den Haken kommen. Wie viele einfach von den Dunklen hier rumschwimmen und ich einfach nicht gefangen bekommen. Keine Ahnung, was das für Fische sind. Jetzt kommt er wieder angedackelt, aber haut natürlich wieder ab, logischerweise. Und jetzt kommt der schon wieder.
Der Gobby. Der Gobby kommt. Bams. Oh, wie, den konnte ich nicht swingen? Warum swingt er denn nicht? Guck mal, ich fahre voll mit dem Boot zurück. Ah, jetzt habe ich den einmal geswungen. Boah, da habe ich den fast abgerissen, wa? Alles hier rein, komm, zack. Ah, lass mich da den Fisch da reinpacken. Ja, ich will mir Leute jetzt hier nicht eine halbe Stunde jetzt mal die Siegerpose angucken. Was ist denn da los? Sind die Server überlastet oder was? Ich bin alleine auf dem ganzen Kack-Server hier. Aber hier gibt keine Jack McRells, ich fahr woanders hin. 10 Meter weiter. Ah, hier gibt Alter, was gibt es denn hier? Hier gibt es den Seestern. Ich fange jetzt den Seestern, Freunde. Small Shrimp. Und Jack McRell gibt es hier auch. Guck mal, ich kann jetzt hier nur. Hier gibt es drei Fische, ja? Und zwei davon brauche ich. Jetzt fange ich wahrscheinlich den dritten, aber ist mir egal. Achso, der dritte ist der Krebs. Alles klar. Also, hier gibt es eigentlich nur meine Zielfische und den Krebs. Wahrscheinlich fange ich jetzt den Krebs. Nein, ist der Jack McRell. Ich sehe dich. Hä, das ist doch. Ist das eine? Ja, das ist eine. Das ist eine. Komm. Patch. But no great. Ich selbst von mir enttäuscht. Und gestunt. Und da haben wir. Japanese Jack McRell. Da haben wir so gefangen. Packen wir natürlich auch in unseren Kescher. Und da mal Quest Completion. Nice. So, was krieg ich denn jetzt dafür? Ach, die Shells wahrscheinlich wieder, ne? Wenn er mal laden würde. Also mit Ladezeit, das spielt echt nicht. Ist mein Internet gerade so scheiße? Das bezweifle ich gerade ein bisschen. Aber gut. Haben wir gemacht. Komm, sehr schön. Komm, ich krieg hier sogar. Achso, ich krieg die nächste Quest logischerweise. Glaube ich. Und mehr nicht, oder was? 80 XP natürlich auch noch. Was, Mailbox. Okay. Habe ich immer noch nichts. Wobei, hier habe ich noch was. Okay, dafür kriegen wir 50 XP, wenn wir nochmal drei davon fangen. Nehmen wir natürlich auch an. Ja, was soll's. Ich habe gesagt, ich nehme mit an. Freunde. Ja, danke. Was? Ja, jetzt schon los mit dem Fehler, ja. Jetzt geht doch mit dem Server hier nicht und ach du Scheiße. Javelin Gobi, den kann ich auffangen. Nämlich Profi, den habe ich nämlich gerade ganz viele von gefangen, Freunde. Also, ja, komplett. Achso, da kriegen wir die nächste Storyline-Quest wieder und 100 XP. Nehmen wir an. Ich glaube echt, die Server sind hart überlastet von denen. So, close. New Mail, was haben wir denn bekommen von denen? Lop. Achso, ich habe so eine Weste bekommen für 3 Tage. Was kann die denn? Endurance. Klar, nehmen wir an. Nehmen wir an. Kann ich die auch direkt anziehen? Ganz ja. Nein, jetzt bin ich hier. Guck mal, ich sehe schon aus wie so ein Profi-Angler. So, wir haben hier noch Attribute zu verteilen, 5 Stück. Oh, guck mal, diesmal ging es schneller. Wahnsinn. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, haben wir die hier alle schon mal gefangen. Das ist auch gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier die anderen hier machen. Ich glaube noch 3 von denen hier. Ach, ich kann das sogar aufklappen. 3 Jack Mackerels, die können wir eigentlich hier fangen, oder? Können wir nämlich auch noch den Seestern fangen, eventuell. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal hier. Und gucken, ob wir den hier vielleicht rausbekommen. Und wenn ich fange, halt ein paar Krebse und Jack McRells soll mir auch recht sein. Ist mir eigentlich sogar ziemlich egal. Da schwimmt schon wieder so eine Jack McRell rum. Das ist echt gesicht, ich sehe die gar nicht. Ich glaube mal, wenn man die nicht sieht, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Muss man sich hier vielleicht eine Stelle in dem Bereich suchen. Also die sind halt in dem Bereich, aber das heißt ja nicht, dass die jetzt unbedingt auch hier beißen, glaube ich. Ah, er kommt natürlich wieder und
hat keinen Bock auf den Köder, aber da kommt die erste Jack Mackerel an und die nimmt natürlich den Köder sofort. Aber ohne Witz, mit den ganzen Overlays und so hätte man echt wesentlich schöner lösen können, habt ihr die Fans sich alle überlappen. Gefällt mir nicht. Aber gut. Ist halt ein bisschen überladen, das ganze Spiel, von dem ganzen Aufbau her. Aber das war auch schon vor einem Jahr so. Von daher wird sich da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ändern. Ich werde jetzt hier noch so zwei von den Mackerels fangen. Die Krebs halten sich ja hier zum Glück zurück. Die sehe ich hier eigentlich auch selten. Ich habe gerade mal einen. Da vorne sehe ich einen. Ja, nice. Achievement erreicht. Ah, ich habe sowieso 3 Minuten Zeit für eine Session. Okay, da kriege ich den eh nicht mehr. Ah, jetzt kommt so ein Krebs angeflogen. Mit voller Geschwindigkeit. Fahrt voraus. Wie, ist immer unter Wasserkammer abgelaufen oder was? So. Ist ja noch auf Zeit begrenzt. So, perfekt hier. Und gestunt den Fisch. Und dann haben wir den nächsten Krebs an Land. Ach, guck mal, halbes Kilo schon wieder. Krebs sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Von den XP hier sind eigentlich ganz ordentlich. Wie viel kann ich eigentlich hier noch in den Live-Will packen? Ich müsste da schon hier. Ich hab da schon voll. Oder fliegt dann der Schwächste immer? Keine Ahnung, wie die das machen. Ich fange ja ganz weit einfach. So, aber mit der Seesteine gibt es hier, glaube ich, echt nicht. Müssen wir vielleicht gleich mal ein bisschen rumfahren. Aber in 2 Minuten 2 zu fangen. Guck mal, schon ein Krebs angedackelt, oder? Ich habe den noch schon mal gesehen. Ne, der haut ab. Der haut ab, der Gute. Ah, jetzt kommt hier nochmal so eine Jack Mackerel angedackelt. Ah, sogar 2 kann man, aber natürlich hat die Jack Mackerel wieder zugepackt. Und nicht der, der sowieso immer verschwindet. Perfekter Anschlag hier, Swing, komm, Stun, zack, gefangen. So, easy. Ah, jetzt kommt es. Okay. Alter, 1 Kilo. Die will ich behalten. So, Crap. Wobei, ne, wir lassen mal anderen frei hier. Gobby. Please. Alter. No. Leck mich doch am Arsch. Junge, was geht denn hier eigentlich? Wo ist mein Fisch hin? Ist jetzt weg oder was? Ohne Spaß, ey. Komm, ich fange jetzt hier noch so einen Jack Mackerel, Jungs. Und dann so ein Gobby da. Ich nehme hier die beiden. Once my boyfriend and I reach level 20. Alter, die spielen doch noch zusammen, oder was? Willst du mich verarschen? First professional eSports Team, alles klar. Ja, können wir uns nichts schöner vorstellen, als hier zusammen zu Hause mit der Freundin. Alter, was ist denn das Sun Mission? Achso, gesagt, Chat. So, ja, das ist hier meine neue Mission. Ja, ich würde gerne Fische freilassen. Ah, ich habe meine Quest completed. Logischerweise. Aber ich kann hier halt nichts freilassen, Freunde. Release. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ah! Guck mal, nach einer halben Minute auch mal wieder hier. Und jetzt kann ich den trotzdem wieder reinpacken oder was? Ja, jetzt hat er reingepackt. Ach, ich hab keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall die Quest erfüllt. Hier, zack. General Quest complete. New Fish Quest appeared. Perfekt. Zack, Part 2 hier. Was müssen wir fangen? 3 Krebse. Ja, nehme ich mal an, aber ich möchte jetzt erst wieder den Gobby nochmal fangen. Weil der war, glaube ich, für die Story-Quest verantwortlich. Oder? War das der hier? Jo, Javelin Gobby. War, glaube ich, hier im Ticken zurück, ne? Wobei, den gibt es hier auch, oder?
Aber ich glaube, ich habe gerade einen Ticken zurückgefangen. Von daher angle ich jetzt hier mal. Nee, ich bin schon wieder zu weit, Freunde. So. Wobei, hier gibt es andere Kackvieh auch schon wieder. Egal, wir fangen jetzt schon so einen Javelin Goblin. Bin ich zuversichtlich. Ah, immer diese Dingensfische, aber die sind auch nur Jack Mackerels. Wo ich hier gerade den Gobby hier gefangen? Kein Gobby in Sicht. Ja, jetzt kommt wieder so eine Jack Mackerel. Brauchen wir die noch? Brauchen wir nicht mehr, ne? Ne, jetzt brauchen wir die anderen hier. Was haben wir nochmal? Krebse. Man kann nicht mal auf Q das Questmenü entfernen. Ich weiß, was eine andere Taste, aber ich habe keine Ahnung welcher. Ja, jetzt kriege ich jedes Mal die Kackmeldung hier. Guck mal, der ist auch schon wieder so groß. Ich fange richtig große Fische hier. Freunde. So, Release. Oh, diesmal ging es sogar mal schnell. Aber ich muss irgendwo diese Gobby-Viecher finden. Wo habe ich die denn gerade gefangen? Nee, alles diese Jack Mackerels hier. Nicht ein Gobby in Sicht. Doch, da ist einer. Da ist ein Gobby. Und er kommt. Na komm. Wie die einfach mal gleich untertaucht, ne? Mega schwer, die Fische dann rauszufangen, beziehungsweise den Anschlag zu timen. So, ich habe keine Stamina mehr, deshalb kann ich leider nicht mehr anschlagen. Aber ich krieg ihn auch so raus. Und die Quest ist completed. Nice, habt ihr keinen Platz mehr? Guck mal, da ist auch ein Kilo. Leute, was ist denn hier los? Ich fange nur richtige Monster. Aber du kannst hier raus. Temporary Tank. Kann ich ihn aktivieren? Kann ich die irgendwie da reinpacken? Nee. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte mir gerne Aquarium angeguckt. Aber vielleicht machen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon viel zu lang. Machen wir mal Feierabend an der Stelle. Quest haben wir erfüllt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, falls noch eine nächste geben wird. Aber ich denke, eine mache ich noch. Oder vielleicht noch zwei. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie die Folgen überhaupt ankommen. Unser ganzes Spiel. Also sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Petrial, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.